Und jetzt denken sich wahrscheinlich alle wieder, oh Gott, die Hitze tut nicht gut. Kranke rief ja voll am Schlappen. Naja, man kann auch mal über coole Zwerge reden, wo ist das Problem? So, 2030 Ingame. So. Oh, unsere Energie sieht ja gut aus. Aber wir haben ja geilen Kuchen dabei. Genehmigen wir uns jetzt auch einfach mal. Weil, warum nicht? Ich glaube, irgendwann, wenn wir jetzt schon mal über Märchen reden und so, ich glaube, irgendwann, wenn es mal meine Lust und meine Zeit zulässt, ich glaube, dann werde ich mir wirklich mal die originalen Märchen antun, dass ich mich da mal so durchlese. Würde mich wirklich interessieren, wie die originalen Märchen halt so sind. Wie gesagt, die sind viel düsterer, viel brutaler, viel gnadenloser. Alles. Weil ich kann mir halt vorstellen, dass es halt auch stark inspirierend ist irgendwie. In welcher Form auch immer. Ich male und zeichne ja zum Beispiel gerne. Ich schreibe gerne Gedichte. Habe ich jetzt hier einfach mal geleakt. Oder an sich auch Lyrik. 22 Uhr kommen. Eimer geht noch. Eimer geht noch. Wir sind ja direkt bei der Lore da. Und so, da müssen wir aber eigentlich auch genug Steine haben. Der Nachtmarkt würde mich, by the way, aber auch interessieren. Aber wie gesagt, das machen wir dann ab dem nächsten Stadio-Jahr, dass wir diese ganzen Sachen da mal mitnehmen. Dass wir uns die mal angucken. Und ja, es ist sowieso, soweit ich weiß, ist, wie gesagt, es sei denn, es wurde verändert, aber es ist immer dasselbe. Aber diesen Nachtmarkt kenne ich auch noch nicht. Gut, Bushaltestelle bitte. So. Jetzt noch schnell in die Stallung. Ziegenkäse gab es ja heute nicht, ne? Nee. Ziegenkäse gab es heute nicht. Ich gucke trotzdem rein, weil ich paranoid bin. Obwohl es eigentlich auch egal wäre, weil spätestens morgen könnten wir den auch rausholen, aber. So. Hier gibt es Käse wie immer. Das macht mich glücklich. So. Holen wir noch schnell die gute Mayonnaise. Zack. Holen wir noch schnell die gute Mayonnaise. Ja, lass das Huhn doch einfach in Ruhe. Mensch, wo ist denn dein Problem, du Steckerfritze? Nur weil du nicht schlafen kannst wegen der Hitze. Jawohl, der Ingame-Paul kann schon schlafen. Der Glückliche, der hat Winter. Und auch im Sommer kann der pennen. Jetzt ärgert mich schon wieder diese olle Fliege. Mann! Ich will die halt auch nicht zwangsläufig wegtöten, wenn es nicht sein muss. Tiere töten ist uncool. Ja, wobei, nach Mücken schlage ich auch, aber Mücken sind halt auch irgendwie anders. Wobei es mir auch egal wäre, wenn die mein Blut zacken. Wenn es danach nicht so ekelhaft jucken würde. Versteht ihr, was ich meine? Dann wäre mir das halt auch komplett Latte. Dann würde ich sagen, ja hier, komm Mücke, let's go. Ran an die Arterie. Ran an die Arterie, Brudi. Eierchen, Eierchen, Eierchen. Guck mal, wie viele Eier wir haben, ey. Das ist der Wahnsinn. So. Steinchen. Ja, Steine müssten jetzt aber mehr als genug sein. Ich setze mich nochmal eben anders hin. Igitt, mein Rücken, ey. So. Gut. Warte. Die Beere, die war hier oben, ne? Jawohl. Da haben wir auch schon einige von. So, morgen vor 17 Uhr bei Penny sein und den Strand meiden. Strand meiden müsste ja reichen. Wie gesagt, wir werden das alles noch sehen. Die sozialen Kontakte und so können wir dann peu à peu angehen. Erstmal Penny ist Fokus. Na Hund.
So, ab ins Bett. Fast wieder 20.000, das ist schön. Ich nehme mal ganz schnell einen Schluck. So, Prost. Nimmt doch auch mal einen Schluck bei der Hitze. Ginger Ale ist einfach was Geiles. Nichts top Wasser natürlich, aber ab und zu mal ein Süßgetränk, das darf schon sein. Man muss sich ja auch mal irgendwie was Gutes gönnen. So. 303.429. Ich würde sagen, Mutter, wir sind reich. Mom, wir sind reich. Dein Sohn hat es geschafft. Das würde ich gerne zu meiner Mutter sagen. Mutter, mach dir keine Sorgen mehr. Wir sind reich. Ich kann für alle in der Familie sorgen. Das wäre wirklich ein schöner Traum. Wenn von meiner Familie keiner mehr arbeiten muss. Wenn man einfach so finanziell ausgesorgt hat, dass man einfach alle satt kriegt. Dass wir uns alle ein schönes Leben machen können, ey, das wäre zauberhaft. Aber wer wünscht sich das nicht, ne? So, die Kanne ist beinahe auch leer. Ne, Hund? Wow. Aber ja, ich meine, wir haben immerhin ein Artefakt auch gefunden. Deshalb, ja. Mal nicht ständig beklagen. Sagen wir mal so. So. Ui, Eier. Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. So, was sagt denn euer Futterbestand? Okay. Eigentlich ja, wäre das gut, das Silo immer voll zu haben. Wäre auch kein Problem, wenn man einfach nicht das Futter separat da eintippen müsste. Ey, du musst, ich meine, du musst jedes einzelne Stück händisch bestätigen. Und selbst wenn du jeden Tag Futter nachkaufen gehen würdest, was ja auch nicht geht, weil sie auch nicht jeden Tag da ist, aber jetzt nur mal angenommen, du musst ja trotzdem immer händisch tippen. Ja gut, aber normale Spieler haben vielleicht auch nicht die Menge an Tieren. Die haben vielleicht einfach von allem ein bisschen. Wahrscheinlich für die kleinen Tiere ein Stall. Aber ja, das ist ja der Playthrough, so wie ich ihn spielen wollte. Und finanziell geht's ja, Gott sei Dank. Wie gesagt, nur das Eintippen ist halt blöde. Das ist ein wenig ungünstig. So, Hallöchen, Hallöchen. Popöchen, Popöchen. So. Das altbekannte Prozedere. Ich gucke gerade auf die Uhr, weil wir es noch zu Penny schaffen müssen. Da wird man halt ein bisschen paranoid. Ja, komm. So. Hallo. Ja, komm. Ey, ich will doch das Ei einsammeln. Lass mich doch das Ei einsammeln, Herrgott, noch eins Spiel. So, okay. Nein. Ja, ist gut. Ist doch gut. So. Nein. So, hier noch. So. 10 Uhr. Uiuiui, das wird schon wieder eine knappe Nummer hier, du. Wobei ich die Tiere natürlich auch noch nachträglich hätte streicheln können und so.
und einfach direkt los, aber das sollte trotzdem alles passen. 11 Uhr gleich, bis 17 Uhr müssen wir das geschafft haben. Das sollte drin sein, okay. Ganz viel Ziegenliebe. Der Ziegenkäterle ist wieder da. So. Jetzt noch ganz schnell. Der Stall scheint auch ready zu sein. Warte mal. So viel Zeit nehme ich mir jetzt. Oh Gott, das ist ja. Oh Gott, das ist aber richtig knapp gewählt hier. Ja, okay, dann können wir schon zu Robin wieder. Schaffen wir das vielleicht auch noch? Sehen wir gleich. So, gebt mir eure Ware. Das sind Würmer, das habe ich wohl gesehen. So, warte, 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 warte. Wenn der Stall doch fertig ist, können wir eigentlich zu Robin auch. Ist halt nur die Frage. Erst, ich würde sagen, erst schnell trotzdem Penny. Holz und so würde ich aber mitnehmen. Steine, Holz. So, warte. Das eben noch schnell aber wegsortieren hier. Genauso wie den ganzen Klumpatsch. So. Okay, aufs Pferd schwingen, los. Ab geht's. Da sind auch Würmer, aber das können wir gleich immer noch machen. Ja. Nun. Da läuft die Mani. Ist jetzt die Frage, wo treffen wir sie wohl jetzt an? Zu Hause, komm, ich guck schnell zu Hause. Da sind auch Würmer. Jo! So, jetzt kriegt sie ein Fischili. Danke dir, ich stehe total auf sowas. Am 25. findet das Fest des Wintersterns statt, einer meiner Lieblingsveranstaltungen. Theoretisch müssten wir dahin. Ich hoffe aber, dass das dieses Jahr egal ist. Hä? Wieso hat sie denn ein Herz? Weil sie ständig von uns Aufträge kriegt oder was? Oder weil wir ihr einmal irgendwie eine Quest erfüllt haben. Naja, wie dem auch sei, Penny hat drei Herzen. Ach, krass, man kann quasi alle Geschenke rausfinden. Zweiter Herbst hat sie Geburtstag. Okay, Status ledig. Interessant. Aber das ist ja richtig heftig, wenn du dann wirklich alles freischalten willst in dem Spiel. 100% quasi. Ja, ohne Wiki viel Spaß. Also da wird dann wahrscheinlich auch jeder das Wiki für nutzen. Wie gesagt, ansonsten happy playing, ey. So, schnell zu Robin. Schnell zu Robin. Wenn sie denn da ist, könnte knapp werden, weil vielleicht geht sie jetzt gleich los zu diesem Markt. So, ich hoffe nicht. Hoffentlich ist sie da. So. Hey, machst du einen netten Spaziergang? Ich möchte das hier. Okay, 300 Steine hätten gereicht. Aber ja, gut, ist egal. Wir sind auf Nummer sicher gegangen. Aber 550 Holz ist schon heavy, 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 heavy. So, Autofütterungssystem. Danach ist der Stall auch quasi fast schon wieder komplett fertig. Das heißt, wir können uns bald die Tiere holen. So. Werde morgen früh damit anfangen. Sehr schön. Das heißt, sieh mal hoch. Okay, warte mal. Schaffen wir es noch zu Mani? Aber ich glaube, Mani ist nicht da, weil die ja so blöd durch die Gegend gelaufen ist, die Alte. Weil dann würde ich eventuell schon mal. Warte mal, für Schweine braucht man gar nichts, ne? Für die braucht man gar nichts. Tatsächlich. Nicht, dass ich wüsste. Weil du melkst die nicht, du scherst die nicht. Dementsprechend brauchst du dafür ja auch diesen Autogreifer nicht. Die Schweine sind, glaube ich, wirklich nur dafür da, dass du Trüffel hast.
Sie ist auch nicht da. Oh, warte mal. Ach, schade. Ich habe mich verguckt. Ich dachte, hier wäre offen. Die Unterhose hätte ich halt gern gehabt, aber dafür müssen wir mit der befreundet sein. Aber hier ist sie. Wir könnten uns eigentlich bei ihr einschleimen. Ich liebe Tiere, Herr Paule. Wenn du dich gut um sie kümmerst, werden wir sicher gute Freunde. Aber vermutlich kümmere ich mich besser um meine Tiere als du. Aber das ist nur eine grobe Schätzung. So, ist hier zufällig der Wagen? Sie spielt? Schade. Nun. Obwohl, wir können eigentlich auch Hartholz, wenn wir jetzt eh schon hier sind, können wir auch eben das Hartholz holen. Oh Gott, alter Finne. Was ist denn hier los, ey? Ups. Also wer das ganze Jahr über in Stardew keine Würmer findet, ey, der wird spätestens im Winter fündig. Und das soll schon was heißen, wie ein Kind vor der Taufe. Frank, du bist so Kollega-Fan? Nö. Dennoch hat er ein paar gute Lieder. Fan bin ich nicht, aber ich kenne auch durchaus einige Lieder. Und er hat, wie gesagt, auch ein paar gute Lieder. Aber Fan bin ich nicht von Kollegah. Aber die Line von ihm, die ist mir halt gerade in den Sinn gekommen. Oh, falsches Werkzeug. Und ich frage mich ja immer noch, ob es eine Iridium-Sense gibt. Theoretisch könnten wir den Dungeon auch irgendwann nochmal machen. So. Wir haben die letzte Stallerweiterung dafür. Warte mal. Hier unten kommt man doch auch zur Kanalisation, ne? Ich will eine Sache nachgucken. Beim Krobus. Beim Krobus können wir uns, by the way, auch einschleimen. Also mit dem kann man auch befreundet sein im Spiel. Das werden wir natürlich. So, warte mal kurz, Pegasus. Da muss ich hier hinten wieder hinlatschen, aber ist ja gar kein Problem. Diese dicke Hundestatue ist so geil, ne? So, hallo. Bitte erschrick nicht. Ich bin nicht so wie die anderen. Der kleine stinky Krobus. Ich habe viel Zeit damit verbracht, Menschen zu beobachten. Ich weiß, dass ihr es mögt, einzukaufen, Lust, meine Waren zu durchstöbern. Ja, zeig her. Okay, siehst du, diesem hat er zum Beispiel keinen Iridium-Sprinkler. Interessant. Okay. Das wollte ich aber wissen. Und ich glaube, mit den Statuen kann man doch auch irgendwas machen. Statue der Unsicherheit. Die Statue hilft dir, deinen Beruf zu ändern. Willst du? Nee. Gut, so viel dazu. Damit kann man doch auch irgendwas machen. Ja, kann man. Aber das, was man machen kann, wollen wir nicht. Aber ich find's cool, dass man das im Nachhinein noch ändern kann, tatsächlich. Falls man, warum auch immer, zum Beispiel dann doch Eier schneller brüten möchte oder so, dann kann man das tun. So. Und eigentlich suchen wir hier gar nichts. Ich wollte ja eigentlich nur in die Kanalisation. Und trotzdem reite ich jetzt diesen Weg. Ja, Hutmaus, ich will auch gerade keinen Hut haben. Gott, oh Gott, ey. Im Winter findest du wirklich sau viele Würmer. Erdwurm-Gym. 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 Na, wer kennt Erdwurm Jim? Wer hat's damals auch gespielt? Wer hat damals auch die Serie geguckt? Ich wünschte, die Serie würde es irgendwo zum Stream geben oder, ja, noch besser irgendwie als Blu-ray oder so. Würde ich mir voll gerne kaufen. Die Spiele habe ich tatsächlich bei Steam. Die müssten auch über DOSBox laufen. Aber ja, die habe ich halt auch erstmal nur. Wieder so nach dem Motto, haben ist besser als brauchen. Erdwurm Jim.
Catwurm Jim. So, ich muss jetzt wieder hier reingucken, weil ich tatsächlich schon wieder mal vergessen habe. Okay.